Der deutsche ESC-Vorentscheid wird im kommenden Jahr von einer neuen Produktionsfirma durchgeführt, etwa die von Stefan Raab? Feiert Stefan Raab etwa bald auch sein Eurovision Song Contest Comeback? Der Entertainer, der in der Vergangenheit für so einige Skandale gesorgt hat, kehrte gerade nach jahrelanger TV-Abwesenheit auf die Bildschirme zurück. RTL kündigte aber bereits an, dass die Zuschauer sich im kommenden Jahr auf noch mehr Shows von Raab einstellen können, vielleicht ja auch im Zusammenhang mit dem ESC. Die Möglichkeit bestünde nun jedenfalls. Neue Produktionsfirma für den ESC-Vorentscheid. In den vergangenen 3 Jahren war die Produktionsfirma Bildergarten Entertainment für den deutschen ESC-Vorentscheid verantwortlich. Wie das Branchenmagazin dwdl.de berichtet, wird die Zusammenarbeit zwischen Bildergarten Entertainment und dem NDR im kommenden Jahr aber nicht fortgesetzt. Wer das TV-Spektakel stattdessen produzieren wird, ist bislang noch nicht bekannt. Der NDR erklärte lediglich, wie der deutsche Act für den ESC 2025 ausgewählt wird, sagen wir in Kürze. Ist das etwa die Chance für Stefan Raab und seine neue Produktionsfirma Raab Entertainment? Wie Bild.de berichtet, soll Raab selbst bereits im April einen möglichen senderübergreifenden Vorentscheid ins Spiel gebracht haben. Und genug ESC-Erfahrung hat der 58-Jährige ja. Selbst schon auf der Bühne, Stefan Raabs ESC-Erfahrung. Zwischen 1998 und 2012 produzierte Stefan Raab mehrere deutsche ESC-Beiträge, unter anderem mit Gildo Horn und Max Mutzke. Im Jahr 2000 nahm er mit dem Song Wade Hade Dode Da sogar selbst an dem Musikwettbewerb teil. 2010 holte sein Schützling Lena Meyer-Landrut mit dem Lied Satellite den 2. Sieg für Deutschland beim ESC überhaupt. Ob sich Raab tatsächlich noch einmal am Eurovision Song Contest versuchen wird, wird sich zeigen. Offiziell dazu geäußert hat er sich bislang jedenfalls noch nicht.